Was geht ab? Leute, was geht ab? Wir sind wieder zurück mit der Pokémon Soulig Nuzlocke Feuer Rot Blatt Grün mit Rain. Yes! Oh Mann. Und es hat sich was getan. Wir haben einiges. Schaut mal unser Team an. Schaut unser Team an. Wir haben fett gelevelt und wir haben ein neues Teammitglied. Wir haben Yuki gegen Big Fart ausgetauscht. Das war... Das hört sich an, ja, ne? Das war unser damaliges Nebulak. Das haben wir zu einem Gengar gemacht. Und das war gemacht. Endlich das Radikal, weißt du? Radikal. Endlich ausgetauscht. Und zwar mit der Furzwolke. Wir haben es gelevelt und... Entwickelt, ja. Spukball beigebracht. Richtig. Und zwar haben wir uns Attacken... spielt. Über der Spielhalle. Ja, das hat ganz schön lang gedauert. Haben wir ein paar Punkte geholt und dann haben wir da ein bisschen ausgetauscht. Und dann haben wir uns auch natürlich auch in der Spielhalle gleich... Items geholt, aber dein Gengar hat ein Wesen Items still. Eingedeckt. Das Wesen von Gengar ist still. Und still ist ein... Lass mich kurz gucken. Plus Spätzverteidigung, minus Angriff. Das ist ein gutes Wesen. Ich hab... Ja, das ist relativ okay, ich ne? Ich hab Wesen Solo... plus Angriff, minus Verteidigung. Das ist ein echt nicht gutes Wesen. Ne? Angriff bringt Gengar halt einfach gar nichts. Minus Verteidigung bringt auch gar nichts. Den Spätzangriff von Gengar an, Alter. Und zwar haben wir gelbe Flöte geholt. Das macht hier jetzt wohl Verwirrung. Irgendwie hier Verwirrung weg. Richtig. Kruto habe ich mit Dings ausgerüstet. Und natürlich auch Surfer beigebracht. Wir haben auch durch die Attacken gehen wir gleich. Ich will erstmal das Item genau, zeigen. Genau, ich habe Sasoru Flammenwurf beigebracht. Und Sasoru trägt Holzkohle. Verstärkt Feuerattacken. Genau. Das ist bei mir hier Kami, Feuer, Holzkohle und Zauberwasser bekommen hat, haben unsere Garadossel. Richtig. Garadossel. Karpfen und Ruto haben das bekommen. Und die Attacken. So, das sind die Attacken. Eisstrahl, Biss, Surfer, Windhose. Mein Karpfen kann genau dieselben Attacken. Eisstrahl, Biss, Surfer und Windhose. Boy, habe ich Donnerblitz beigebracht. Ja. Damit überhaupt was kann. Spukball. Die ja. anderen Attacken hat er so gelernt. Schlecker habe ich nicht mehr. Ich habe dafür Konfusstrahl. Ihn habe ich Flammenwurf beigebracht. Ja, warum denn auch nicht, ne? Ja, warum? Einfach mal ein bisschen Abwechslung. Warum nicht? Bei mir kann der gute Tankenrock jetzt nämlich Schaufler. Schaufler ist gut. Mhm. Und Tankenrock... Ach, ich hab hier gegen das Giga-Trainer beigebracht. Ah, okay, ja. Und Tankenrock trägt das Item... Ich habe echt jetzt gerade ehrlich keine Ahnung. Flinkklaue. Tankenrock habe ich die Flinkklaue gegeben. Ich hatte hier nämlich eine Attacke bei Banzaichuk. Eine Attacke, die ich nie benutzt habe. Deswegen habe ich gesagt, so, Gigadrain passt doch. Gigadrain ist gut. Und Spongy hat Holzkohle, während Unkraut die Wundersaat hat. Verstärkt Pflanzenattacken. Genau. Wundersaat hat er auch noch. Wir sind ausgerüstet. Und wir sind ausgerüstet. Und ich würde mal sagen, unser Team ist eigentlich nicht scheiße, es ne? Es ist jetzt relativ gut, jetzt aber wo gut, wir Yuki und Nagaline los sind, ne? Wir kommen ja auch langsam, ne, zu einem Gebiet, zu einem Level, wo es halt echt... An dem es nicht mehr... Wo es halt nicht mehr nett, wo die Leute keine Rücksicht mehr nehmen, ne? Richtig. So, ein Trainer haben wir noch vor uns. Oh, scheiße. Ja, ich weiß nicht. Oh, du musst von der anderen Seite gehen. Wir müssen wieder zurück. Wie, wieder zurück? Ja, wieder zurück. Echt du kannst jetzt? Doch nicht durch. Oh. Geil. Wir wollen natürlich alle Trainer mitnehmen, also entschuldigt. Ach ja, genau. Wir haben unsere Pokémon auch auf Level 34 gelevelt, die Schwächsten. Nur damit ihr Bescheid wisst. Mhm. Nicht, dass wir vergessen, das zu erwähnen. Und jetzt töten wir den Lappen hier. Kannst du gegen meine Spezialtechnik bestehen? Oh nein, ich hab Angst. Oh nein, deine Spezialtechnik ist bestimmt leuchten wie bei Naruto oder was? Nee, er kann jonglieren. Ah, nice. Der gute Nathan. Hier könnten wir jetzt als erstes mal unser Geister-Pokémon rausholen. Aber leider würde es gegen Psycho-Pokémon halt richtig hart verrecken, Alter. Ja, es bringt noch nichts, ne? So, aber gucken, ob Holzkohle was bringt. Ja, wir müssen langsam auch mal unsere Pokémon oh, Items mit Burn. Tragen ja, moin. Geben. Traumato ist tot, egal wir was er macht. Unsere Pokémon langsam was zum Tragen mitgeben, weil so langsam wird's wirklich... Da versteht das Spiel kein so Spaß langsam mehr. Wird's wirklich hart, ja. Gerade von der Levelkurve her wird's halt... Uff. Kadabra, Alter. Kadabra? Ja, Kadabra wird sterben. Soll bitte einen Volltreffer? Die Holzkohle ist krass. Kadabra ist tot. Und Spongy hätte fast Level 40 ja, erreicht. Ja, Holzkohle. Und nach der Arena wird erstmal Kami ein bisschen in der Pause verdient einlegen dürfen. Richtig, weil er muss unbedingt seine anderen Pokémon leveln, der gute Miku. Ja, meine anderen Pokémon sind ja schon gelevelt. Die sind jetzt nicht unbedingt scheiße. Sind jetzt nicht unterlevelt. Nur sollte man trotzdem ein bisschen in anderen Richtig, Pokémon leveln. Ich bin da bei Koga mit seinem dicken Cock. Dann wollen wir Koga mit seinem dicken Cock mal fertig machen. Hahaha, ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus.
Du musst an dem, gelben Typen da vorbei. Ja, genau. Da. Achso, war ich doch eben. Dachte ich, hä? Wie? Okay, du willst erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Ha, ha, ha. So, mal gucken, was Koga Alter, kann. Schnauze, Koga, Alter. Mal gucken, was... Oh, er holt gleich einen Smogon raus. Er holt gleich einen Smogon raus. Der kann dein Face explodieren. Ne, vergiss das nicht. Der kann auch in dein Face explodieren. Ja. Flammenwurf wird ihn jetzt zum Explodieren bringen. Peng. Ne, er ist tot. Aber gleich sofort One-Hit. Sehr gut. Spongy ist Level 40, Alter. Slimog. Oh, das ist natürlich... Das ist natürlich jetzt schlecht, ne? So ein Slimog. Slimog. Ich bin ein Slimog. Säurepanzer. Was macht das nochmal? Verstärkt Death. Oh, du hast Glück. Bei dir setzt der Säurepanzer ein. Bei mir Komprimator, Alter, ne? Oh. Oh, ich treffe zum Glück. Nein, natürlich nicht. Schlammbart. So, bei mir ist Schleimog tot. Oh, natürlich krieg ich die Poison. Du kriegst die ja, moin. Ja, nice. Die Poison kommt durch, Alter. Ja, dann mach doch mal was, Koga. Ich dachte, du machst mich mit deinen Schlaf- und Giftattacken fertig. Er hielt sich, dieser Lappen. Dafür hast du jetzt aber vier Heiltränke. Vier Heil-Items darfst du einsetzen. Ja, jetzt muss ich aber auswechseln. Ich kann Karin nicht mehr benutzen. Der hat einen Smogmog, Alter. Auf Level 43. Was war Ruto oder Banzaichuk? Oh, ne? Der kann Toxin. Ruto, ne? Toxin ist gefährlich. Ich frag dich was, Ruto oder Banzaichuk gegen Slimog? Auf jeden Fall nicht Banzaichuk, ne? Giftattacken. Banzaichuk ist doch egal. Giftattacken sind sehr effektiv gegen Pflanzen. Echt? Ja, echt. Flammenwurf. Komprimator, natürlich. Soll ich dafür vier Items einsetzen, ne? Er kriegt den Burn. Sehr schön. Surfer? Eisstrahl, ne? Eisstrahl? Surfer ist Step. Wegspülen die Scheiße. Step. Ist es Step? Ja, es ist ein Step-Move. Aber Slimog hat leider eine gute Spätstep. Aber Eisstrahl ist auch eine, ja, und? Ist auch eine Spezialattacke. Eisstrahl kann einfrieren. Könnte es, wenn du Glück hast, ja. Ich muss erstmal Gegengift jetzt einsetzen. Nun, da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Ferner kannst du Surfer nur noch außerhalb von Kämpfen nutzen. Bitte nimm auch dieses Geschenk, TM6. Oh, wieso krieg ich denn nicht mehr Poison? Was habe ich jetzt für eine TM gekriegt? Ach, scheiß drauf. Oh. Ah, ich habe Toxin gekriegt, ne? Ja. Toxin ist halt auch richtig nice für Unkraut. So, wir warten jetzt auf den guten Miku und gucken zu, wie viele Heil-Items hast du schon eingesetzt? Zwei. Dann kannst du noch zwei einsetzen. Vier einsetzen. Ich muss wechseln. Du musst switchen, ja. Switch raus. Mit Banzaichuk hast du hier schlechte Karten. Bitte nicht die Poison, Alter. Flammenwurf. Wenigstens mal jetzt nicht. Wenigstens jetzt mal nicht. Eben habe ich es nämlich immer gekriegt. Komm. Ja, oh, da kommt die Toxin. Nice. Mit Pech verlieren wir hier ein Pokémon. Wieso kriegt jetzt noch Schaden von Toxin? Warum? Das ist so unnötig. Flammenwurf. Greif an. Ja, moin, der Heil. Jetzt hast du drei Heil-Items wieder. Das ist einfach fucking unfair. Du hast doch eine Top-Genesung, ne? Die würde ich jetzt einsetzen. Jetzt? Jetzt oder in der nächsten Runde? Eins von beiden. In der nächsten Runde? Ich weiß, wenn man denn nicht mehr so eine habe. Wir haben eine Top-Genesung gefunden in der Siegelstraße. Doch, da. Mhm. Ja, ich würde nicht sagen, nächste Runde, ne? Ja, dann hoff mal, dass du ihn dann tötest jetzt, weil sonst könnte das Ende von Kami sein. Mein Spielstand ist verflucht, ich sag's dir. Mein Spielstand ist einfach verflucht. Er will einfach nicht. Du musst jetzt Top-Genesung einsetzen. Na, jetzt muss ich's. Jetzt muss ich's. Ja. Definitiv. Oh, der macht das immer öfter, Alter. Und je öfter es macht, umso weniger triffst du. Bitte töte ihn, Alter. Wetten 100% vergiftet? Nein, okay. Ruckzuck hieben!
Ich habe eben Ruckzuck hier eingesetzt. Oh Gott, das war ein Crit, Alter. Ich habe eben Ruckzuck hier eingesetzt. War das letzte, ne? Nee, du hast noch zwei Heiltränke. Ich habe eben Ruckzuck eingesetzt, da hat er sich für mich voll gehielt. Ruto ist, und das Ruto auch ist auch jetzt gebracht. Keine Option mehr, das weißt du, ne? Ja, Ruto kann ich sowieso vergessen. Na, krieg ich wieder Poison. Nein, aber Ruckzuckhiebe, setzt keine Tränke mehr ein. Ruckzuckhiebe einfach. Das schlimmste Pokémon kommt jetzt erst noch. Mehr Smogon oder was? Hast du Smogon schon besiegt? Weiß ich nicht. Kann sein. Oh, jetzt musst du nur noch gut durchkommen. Bitte. Haha, Feuerwirbel ist so scheiße, Alter. Also jetzt gerade für den Moment bringt das halt nichts. Feuersturm wäre jetzt gut. Nee, Smogmog kommt, das ist Level... Feuersturm trifft doch kaum. Das ist Level 43, ne? Ja, ich sehe schon. Du wirst ein Drittel Schaden machen. Schneller. Und er wird... Greif sofort mit Flammenwurf an, scheiß auf die Toxin. Du machst mit Kami richtig guten Schaden, Alter. Oh, geschafft. Ohne Tod, Alter. Was für eine Geburt, Alter. Was ohne Tod, meine Alter. Güte. Aber nein, level doch nicht immer Kami. Ja, ich erinnere jemand. Ich erinnere dich an deine Worte. Was soll ich denn sagen? Guck, deine Worte. Alle meine Pokémon waren unter Smogmog und ich habe ihn besiegt. Ja und? Du hast aber Spongy, Alter. Ja gut, Spongy ist stärker als Kami, das stimmt. Oh oh, wie viele Schritte kann ich gehen? Ah, du solltest gleich Ruto heilen oder guck einfach vorher, wie viele Schritte du gehen kannst. Du hältst Toxin. Toxin ist gut. Es ist mehr als eine 400 Jahre alte Technik. Halt die Schnauze, Alter. 36 Boah, ich Schritte. Ich kann viele Schritte. Also zähl mit. Ich heil trotzdem. Zähl mit. Nee, ich heil trotzdem einfach rüber. So. Was wollen wir jetzt? Jetzt in diesem Part geht's dann auch noch bei dir auf den Radweg, ne? Oder? Das ist. Oder wir gehen jetzt runter von Fuxania City aus und zu den Seeschauminseln und holen uns unseren ersten legendären Vogel. Bist du wahnsinnig? Weil ich bin mir nicht mal sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist, einen legendären Vogel zu fangen. Noch in unserem derzeitigen Levelzustand glaube ich nicht, ne? Aber hier sind noch Trainer, wissen, die wir noch machen können. Erstens ist es nämlich unfassbare hohe Fluchtwert, was Pokéball angeht. Fangwert ist ja, sehr niedrig. Fangwert, das genau das. Und es kann sein, dass während wir versuchen, uns zu fangen, es unsere sämtliche Pokémon wegkillt. Ja. Da habe ich halt gerade bei Zapdos habe ich halt so die Schiss davor. Zapdos wäre für mich das kleinere Übel. Arctos wäre schwer für mich. Nein. Ich habe nur mit Zapdos schlechte Erfahrungen gemacht. Nur mit Zapdos. Giga Drain, Alter. Nee, das meine ich nicht. Von dem Pokémon her wäre Zapdos das kleinste Übel. Ich setze einfach Tankenrock ein. Die Sache ist halt, die legendären Pokémon haben halt so eine hohe Fangrate, während wir es immer versuchen, so klein runterzuschwächen und dann zu fangen. Aber wir haben. Das killt uns aber wir haben weg. Schlafpuder. Ja und? Haben wir auch nicht unendlich. Arctos, wenn ich da Unkraut reingehe und der setzt Eisstrahl rein, ist Unkraut tot, Alter. Nee, wir müssen erst besser gelevelt sein, bevor wir uns den legendären Vögeln überhaupt widmen können. Die Frage ist, ob ich es überhaupt möchte. Ich möchte das. Naja, ich möchte es nicht. Das ist mir zu riskant. Weil die legendären Vögel, wenn Pokémon wegsterben, können eine gute Ergänzung sein, ne? Das weißt du. Ja, das stimmt, aber mir ist es zu riskant, mit Legendären zu fangen. Ja, mir nicht. Wir haben die richtigen Pokémon dafür. Ich nicht. Zapdos haben wir schon nicht. Was hast du denn gegen Zapdos? Gar nichts. Du hättest gegen... Nee, Banseinschub ist scheiße, weil Banseinschub wird von Bohrschnabel und sowas halt einfach weggerackt. Ich habe halt nichts. Ich habe halt Tankenrock, ne? Ja. Wir müssten uns ein extra Team basteln für die legendären Vögel, ne? Tatsächlich. Das stimmt, das Hol stimmt, dir ja. die Trainer noch unten am Strand, die ich hier gerade mache. Oh, okay. Warte mal.
Da kannst du Kiddo einsetzen. Wie stark sind die? Da kannst du Kiddo einsetzen. Da kannst Kiddo leveln. Ich kann auch Boy einsetzen. Da kann Donnerblitz. Ja, setz Boy ein, genau. Kannst du Boy ein bisschen leveln. So kriegt Boy wenigstens mal ein paar EVs. Die braucht Boy nämlich ganz dringend. Vor dem Schwimmen muss ich mich noch aufwärmen, Alter. Ich hatte gerade meine Aufwärmen hinter mir. Ja, Alter, der Arenaleiter war ja die überkrasseste Hölle, Alter. Und der nächste Arenaleiter, Sabrina, wird noch schlimmer, Alter. Gott. Aber dagegen haben wir. Psychoattacken sind sehr effektiv gegen Geist-Pokémon. Wir könnten uns damit ins eigene Knie schießen, ne? Wir müssen extrem aufpassen, wie wir Big Fart benutzen. Nein, Giga Drain ist leer, Alter. Oh. Aber Spukball ist halt sehr stark. Ja. Tarnung? Steigert das den Fluchtwert? Nee, Stern, du verwandelst dich zum Typ Boden. Ja, mach doch. Wie dumm ist der denn, Alter? Juckt mich halt einfach absolut gar nicht. Hä? Was soll denn das für ein Scheiß gewesen sein? Ach, Stern, du, Alter. Ich hab einen Donnerboy. Ein Donnerboy. Ein Donnerboy, Alter. Das ist keine Donnerratte wie Pikachu, sondern eine Donnerkatze. Donnercat, ne? Donnercat. Aber Pikachu ist auch keine Ratte. Kennst du die Thundercats? Ja, du. Hast du bestimmt schon. Pikachu ist aber eine Maus. Ja, ich weiß. Ich sag mal Absicht Ratte. Weil ich Pikachu damit beleidige. So. Jetzt aber... Nein, Pikachu ist süß, okay? Warte, sonst bekommst du Herzinfarkt. Beleidige nicht Pikachu. Oh nein! In den Kampf wollte ich gar nicht rein. Vogel-Pokémon! Achso, wir haben noch Zeit. Okay, dann kann ich die Kämpfe ja doch noch machen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Weil wir im nächsten Part werden wir uns nämlich den Fahrradweg leider widmen müssen, bevor es dann nach Saffronia City und in die Sylph Company geht. Wir können auch noch die Kampfarena machen. Dann kriegen wir noch unser Kampf-Pokémon. Ja, bitte lass uns die Kampfarena machen und die Sylph Company dann nächste Woche. Alter, irgendwie so. Ich möchte der Sylph Company so weit aus dem Weg gehen, wie es nur irgendwie möglich ist. Ja, ich auch. Ist halt echt so. Wir könnten sogar vorher noch die anderen Orden, den siebten Orden holen oder so, bevor wir uns da reinwagen, Alter. Leider nicht. Wir kommen nicht zum siebten Orden. Doch. Geht das? Doch. Ja, wir können rüberschwimmen. Ja, aber den kannst du doch noch gar nicht bekommen, glaube ich, bevor du Sabrina nicht besiegt hast, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ja, aber Sabrina ist ja vorher auch vor der Sylph Company. Nein, die kannst du erst nach der Sylph Company herausfordern. Nee, man kann es doch jetzt schon Nein, holen. Nein, leider nicht. Also, ich meine nicht die, also Sabrina, sondern halt den achten Orden. Den siebten Orden. Soweit ich weiß nicht, man du kann musst Sabrina davor besiegen. Nee, soweit ich weiß, ist das zwar abgeschlossen, aber wir müssen halt sowieso die Schlüssel holen aus dem Feuerland. Den Türöffner aus dem Mewtwo-Labor, ne? Das wird. Genau, aus dem Mewtwo-Labor. Das wird doch richtig geil werden. Ja, das ist ein bisschen nervig, das Labor, aber ist nicht schwer. Ja, schwer ist es nicht, ne? Aber trotzdem. Mit Glück kriegen wir da sogar einen Slimog oder so. Slimog wäre nice. So, ich könnte hier kann ich jetzt Unkraut nicht mehr trainieren, aber ich könnte ein bisschen Sasoru trainieren. Sasoru müsste unbedingt auch mal weiter gelevelt werden. Das ist nur Vogel-Pokémon, ne? Die da. Yep. Okay, dann geh ich mit Boy rein. Ja, da kannst du mit Boy schön Donnerblitzen, ne? Ja, deswegen fand ich auch gar nicht schlecht, dass ich Donnerblitz beigebracht habe. Hat er wenigstens eine Attacke, wofür nützlich ist. Na, du kannst... Das war nicht so sonderlich stark, weil nicht Step und so, aber... Finte ist auch gut und das andere, was er kann. Aber ich hätte gern auf Boy einen Knirscher oder sowas, ne? Knirscher oder Schlitzer. Ist das noch unser Encounter hier? Oder ist das ein anderer Encounter? Ich guck gleich mal. Wir haben nicht die Route gewechselt. Das ist immer noch vorhin in der City, oder? Fuchsalner City, ne? Weiß ich nicht. Ich guck gleich sofort mal. Nicht, dass es eine eigene Route ist. Oder? Ja, hoffentlich ist es. Hoffentlich ist es eine eigene Route. Ja, aber hier gibt's doch eh nur Dodos und so Shit. Stimmt. Dodo. Ich bräuchte unbedingt ein blitzgutes Elektro-Pokémon. Vielleicht wäre Blitzer da doch keine schlechte Alternative. Ne? Werden wir sehen, ne? Dann würde ich für Blitzer Sasoru rausnehmen. Tschüss, Kami. Nee. Mein Feuer-Pokémon brauche ich schon. Das ist ja wohl safe. Das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen unsere Feuer-Pokémon. Ich bräuchte Glurak auch gar nicht mehr. Echt nicht? Vielleicht nicht schwer. Wofür bräuchte ich jetzt noch Glurak? Das ist jetzt halt die gute Frage, ne? Ja, das ist halt schwer. Ich bräuchte halt auch trotzdem noch... Das ist eine eigene Route. Das ist Route 18. 18? Guck mal auf Karte. Ob das daneben auch eine Route ist. Ja. Wo ist die Karte? Ganz oben natürlich, ne? Die Karte, die wir von Suckers Schwester gemobst haben. So, das ist Route 18 ist unten hier der Radweg, wo wir hier noch lang können. Und dann... Ja, da ist ja eh kein Gras. Der Radweg ist Route 17.
Alles klar, dann können wir hier noch ein Pokémon fangen. Hier können wir noch ein Pokémon fangen, ja. Aber machen wir den nächsten Part dann, ne? Ja, wenn jetzt nicht im ersten Grasfeld ein Encounter kommt. So. Muss extra reingehen für. Wie klingt mein Vogel-Lockruf? Du solltest zum Psychologen gehen, Kumpel. Er redet mit Tauben, Alter, ist er wahnsinnig? Ja, Dodri auf Level 34, Alter. Was? Nein, Sasoru, nicht Glut! Oh. Du hast es gemacht. Oh, oh. Das könnte gefährlich sein. Na, doch nicht ganz so. Alter, mach nicht diesen. Jetzt gleich. Flammenwurf tötet dich und er macht einen Crit, Alter. Tschüss, Sasoru. Oh, das war knapp, Leute. Das war knapp. Vogelfänger Ottokar, Alter. Was ist er für ein Lappen? Wie kann man sich denn so nennen? Ottokar. Ottokar. So, ich stell mich hier hin als NPC. Alles klar. Heil. Ich mache hier unten noch die Trainer zu Ende, dann stelle ich mich auch genau. hin. Genau. Wollte ich gerade sagen, mach die Trainer fertig und dann ich heil Sasoru mal schnell. So, fertig. So, warten wir auf den guten Miku. Ich bin mal natürlich wieder mal der Schnellere von uns beiden. Aber er levelt auch gerade Boy. Das ist vollkommen normal. Ja. Du musst da... jetzt kommt ein Encounter, ne? Dann können wir den Encounter ja auch gleich noch in den Part rein. Gurde, gurde, wie klingt mein Vogelockruf? Halt die Schnauze, Alter. Ganz ehrlich. Dein Psychologe wartet, man hat das Gefühl, die Leute der Pokémon-Welt sind einfach so dumm. Ottokar, ja, tatsächlich, Alter, was ist das für ein dummer Name? Ich lüge dich an mit Ottokar, Alter. Ja, keine Ahnung, ich hab gerade gedacht, hast du irgendwas falsch gelesen hast oder so. Der heißt wirklich Ottokar. Oh, der kann Triblette, nicht, dass jetzt Boy stirbt, ne? Nein, Boy ist normal. Alter, Boy rasiert die halt einfach, ne? Ich hab halt irgendwie starke Pokémon, ne? Radikal war ja auch nicht gerade schwach. Nee, stimmt. Radikal hat nur immer daneben gezielt mit seinem Hyperzahn. Ja. Und ich habe gerade eine Fliege hier rumschwören. Keine Ahnung, woher die kommt. Von Ottokar. Wahrscheinlich, das stinkt, Alter. Ja, Ottokar, verpiss dich, Alter. Geh mit duschen. Spast. So, gut. Ich stelle mich auch daneben, dann können wir hier noch... So. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Im nächsten Part fangen wir an einen Counter, gehen den Radweg hoch und vielleicht gehen wir schon zur Kampfarena oder so. Mal gucken. Wer weiß. Bis dann. Haut rein und tschüss. Tschüss.